Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es gab diese Woche so wunderschöne neue Neuigkeiten. Ich bin völlig begeistert. Zum Beispiel ist Madonna immer noch sauer, dass Evita nicht für den Oscar nominiert wurde. Und ja, und ich hoffe, sie lässt das nicht an Lourdes aus. Also jetzt mal unter uns, ist Lourdes nicht ein beschissener Name für ein Kind? Also ich glaube ja, Madonna wird sich noch wundern, wie viele Leute die beiden Lourdes verwechseln, wenn lauter blinde, lahme und bucklige vor ihrer Villa plötzlich auftauchen. Ich meine, hätte sie das Kind auch gleich Kelly Family Konzert nennen können? Ich weiß. Nein, ich weiß. Ich weiß, die arme Kelly Family. So viel wird über sie immer Witze gemacht, aber ich sage es immer wieder gerne. Diese Familie wurde nicht geboren, sondern geflochten. Das ist keine Familie, das ist Patchwork, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, wie die neue Single der Kelly Family heißt? I'm in love with an alien. Und ich finde das ja gruselig, wenn man so ein ganzes Konzert sieht, wo die Fans die Zeile alle mitsingen. Weil es ja stimmt. Ja? Ja, es gibt die Theorie, dass die Kelly Family und die Fans eigentlich Aliens sind, die zu uns gekommen sind, um Deutschland, besonders den deutschen Bundesnachrichtendienst, in ihre Gewalt zu bekommen. Wenn man nämlich den Begriff Kelly Family Band Fans, wenn man da die Buchstaben vertauscht, ergibt das den Satz Mafia Aliens Kill BND. Und Mafia... Und Mafia ist noch falsch geschrieben. Mit zwei F. Weil es sind auch noch doofe Aliens. Ja. Meine Lieblingsnachricht kam aus England diese Woche. Und zwar ist es da passiert, dass der 73-jährigen Mary Virtue beim Bingo-Spiel in der Pastorei die Anzeigetafel auf den Kopf gefallen ist. Und seitdem leidet sie unter spontanen Orgasmen. Und jetzt soll man ja verschiedene deutsche Rentnerinnen beobachtet haben, die sich verzweifelt mit ausgefüllten Lottoscheinen bewerfen.